Ja, hallo zusammen, hier ist der Manuel und ich möchte mit dir heute über den G20-Gipfel sprechen, beziehungsweise über den Protest dagegen und wieso ich der Meinung bin, dass du besser nicht hingehen solltest. Ja, steht ja an, beziehungsweise ist ja auch schon fast im vollen Gange, G20-Gipfel in Hamburg. Ich möchte mit euch heute mal ein paar grundlegende Fakten erstmal klären. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht. Und zwar geht es mir als allererstes mal um die Erklärung von zwei Begriffen. Und zwar einmal den Begriff ein Ereignis. Und dann möchte ich den Begriff Event etwas genauer erklären. Beim G20-Gipfel handelt es sich nämlich nicht um ein Ereignis, sondern um ein Event. Ein Ereignis kann man nicht abwenden. Zum Beispiel ist das Ereignis so etwas wie die Sonnenwende. Das ist halt der längste Tag im Sommer. Den gibt es halt, ob man jetzt Aufmerksamkeit darauf legt oder nicht. Ein Ereignis könnte auch sein, mein Geburtstag, den muss ich feiern. Den muss ich nicht feiern, den kann ich feiern. Aber ich kann auch nicht sagen, okay, dieses Jahr habe ich keinen Geburtstag. Ein Ereignis wäre auch etwas ganz Plötzliches. Zum Beispiel, jetzt vor kurzem der Tod von Helmut Kohl, das ist auch ein Ereignis. Da hätte auch keiner sagen können, heute findet kein Tod von Helmut Kohl statt. Ja? Ereignisse können, und das wird oft gemacht, zum Anlass genommen werden, daraus ein Event zu machen. Ja? Ein Event im Gegenteil oder im Vergleich zum Ereignis findet statt, weil es ein vorher definiertes Ziel zu erreichen geht. Das ist der springende Punkt. Ein Event, könnte man auch sagen, ist immer eine Zusammenkunft von Menschen, die inszeniert ist. Und ein Ereignis könnte auch eine Zusammenkunft von Menschen sein, aber das ist dann eher etwas Spontanes. Ja, das ist nichts, was man staged, könnte man auch sagen, um damit ein Ziel zu erreichen. Ja? Und nachdem der G20-Gipfel ja nicht einfach so zufällig jetzt in Hamburg stattfindet, ist ja nicht so, dass die jetzt gerade zufällig telefoniert haben und dann sagt die Angie, ey, ich bin gerade in Hamburg, komm vorbei, lass uns chillen. Das ist ja schon ein bisschen länger geplant. Ja, allein, was da an monetären Mitteln, an Kohle, an Steuergeldern, an Infrastruktur, was weiß ich, was da zur Verfügung gestellt wird, das müsste schon sehr klar sein, dass sowas nicht einfach nur stattfindet, weil es eben stattfinden muss, so quasi. Ja, sondern, dass sowas nur stattfindet, weil ganz klar vorher definierte Ziele damit erreicht werden sollen. Was sind denn eventuell die Ziele von diesen G20-Treffen? Geht es wirklich darum, dass die sich einfach nur an einem Ort unterhalten und austauschen? Wenn es so wäre, wäre das Konzept des G20-Gipfels wirklich schlecht gewählt. Ja? Da gibt es genug, die das auch schon erwähnt haben. Da könnte man super easy auf irgendeinem Flugzeugträger, man könnte sich irgendwo im Geheimen treffen, wäre doch scheißegal, wird doch gemacht, aber da muss man nicht so ein Halligalli machen. Da muss man auch nicht mitten nach Hamburg gehen. Auch nicht zu so einer Zeit. Also ist meine Vermutung, dass wenn da wirklich Strategen dahinter stecken, und davon kann man ja ausgehen, dann gibt es hier sicherlich noch andere Ziele. Und das könnte zum Beispiel sein, dass dieses Event stattfinden soll. Dafür ist auch der G20-Gipfel. Und was ist dann das Event wirklich? Das Event ist nicht, dass sich dann die 20 Hanseln treffen und irgendeine Scheiße labern, die mich eh nicht interessiert. Das Event ist, dass da, keine Ahnung, 10.000 Polizisten sind, dass da, keine Ahnung, wie viel 1.000 gewaltbereite Antifa-Trottel sind, aber genauso, dass da auch tausende andere hingehen, um halt wieder Schilder hochzuhalten. Aber darum geht es auch nicht. Weil ich denke mal, das ist vielen klar, was für ein Zeichen setzt es. Es geht darum, viele, viele Menschen dort ein Spiel spielen zu lassen. Darum geht's. Und das ist meine Meinung. Und meine Meinung ist, wenn du das durchschaut hast, geh nicht hin. Werde nicht zum Spielball dieses Spiels da jetzt am Wochenende. Im Endeffekt ist es ja auch so, dass es total idiotisch ist, so ein Spiel zu spielen. Denn die Spielregeln
sind ja vorher gesetzt. Die Spielregeln sind ganz klar. Wir treffen uns in Hamburg. Wir haben die Waffen. Wir haben die Panzerwerfer. Wir haben die gepanzerten Fahrzeuge. Panzerwerfer. Lustig. Wir haben die Wasserwerfer. Wir haben das Tränengas. Wir sagen, wo ihr gehen dürft. Hier zeigen wir euch. Das ist die Strecke. Da dürft ihr gehen. Da dürft ihr singen. Da dürft ihr tanzen. Und ihr dürft nichts. Aber kommt doch vorbei und spielt dieses Spiel. Das ist doch ein schönes Spiel. Wir können euch auf die Fresse hauen, macht nur ordentlich Lärm. Mir wäre das zu blöd. Eine Minute meiner Lebenszeit möchte ich nicht auf so ein vorgefertigtes Schlachtfeld geführt werden. Ja, und ich sehe das wirklich so. Das wäre ja, das ist doch idiotisch. Das wäre genauso, wenn jetzt hier, keine Ahnung, mich jemand zum Faustkampf herausfordert und sagt, du, aber ich sag's dir gleich, ich komme mit 5 anderen Kumpels, wir bringen alle Schlagstöcke und Waffen mit, du kommst aber auf jeden Fall alleine, das ist das Game. Ja, was würde ich machen? Ich würde nicht hingehen, ich bin doch nicht bescheuert. Ich würde gar so oder so nicht zu sowas hingehen. Aber wieso machen wir das? Oder wieso macht ihr das? Wieso ruft ihr auf, da jetzt hinzugehen und gegen diesen G20-Gipfel zu protestieren? Das ist sehr vorhersehbar gewesen, in dem Moment, wo man dieses Event dort platziert hat, dass es so eine Reaktion geben wird. Also ist sie Teil der Planung. Und wenn ihr hingeht, dann seid ihr Teil des Spiels. Werdet euch dessen bewusst. Was für Nutzen könnte so ein G20-Gipfel denn haben? Ja, aus meiner Sicht habe ich gar keinen Nutzen, wenn ich da hingehen würde. Weil da könnten 3 Millionen hingehen und Schilder hochhalten und sagen, G20 muss weg. Es würde niemanden interessieren. Es würde sich überhaupt nichts ändern. Mal anders gefragt, was meint ihr, was wäre denn, wenn niemand da hingehen würde? Zehntausende Polizisten, die sich dann an den Eiern schaukeln. Und die paar Gewaltbereiten, die da stumm machen wollen, ja, die hätten es wahrscheinlich um einiges schwerer, wenn die normalen friedlichen Menschen sich einfach denken würden, ich gehe doch da nicht hin, was ist denn das für ein Scheißdreck? Ja. Die Frage ist auch, könnte es überhaupt sowas wie ein Gamechanger werden? Ja, so die Motivation, wir setzen ein Zeichen. Ich meine, nein. Ich denke sogar, der Schuss könnte gewaltig nach hinten losgehen. Ich möchte da jetzt auch keine Schwarzmalerei betreiben. Ich habe hier auch ja keine Glaskugel, ja, also erwartet jetzt nicht irgendwelche Prognosen. Ich möchte einfach ein paar Szenarien in den Raum werfen, die ich auf jeden Fall, ja, wo ich der Meinung bin, da sollte man zumindest drüber nachgedacht haben. Gehen wir davon aus, das werden jetzt richtig harte Proteste, hat ja auch schon angefangen. Und stellt euch jetzt einfach mal vor, ein Polizist tötet einen 14-jährigen Demonstranten. Ob gestaged oder im Affekt oder durch einen Unfall. Das Potenzial, was diese G20-Demonstrationen und Proteste haben, sind auf jeden Fall eine Gewaltspirale. Schaut euch einfach mal um, schaut in andere Länder, was die letzten 5 Jahre passiert ist. Da muss man nur mal gucken, was letztes Jahr so in Amerika los war. Da ist auf jeden Fall ein Riesenpotenzial da, egal was los, egal was passiert. Da können jetzt auch die Linken irgendwas abfackeln und dann kommen die eher Konservativen und es werden auf jeden Fall Fronten entstehen. Das ist der Sinn so einer Veranstaltung, dass sich dort Fronten gegenüberstehen. In dem Fall sind es ja sogar 3 Fronten, die sich irgendwie dann abwechseln können. Das macht es ja noch komplexer. Und meine Vermutung oder mein Rat wäre, um diesem ganzen Potenzial Energie zu entziehen, einfach nicht hingehen. Ja, genauso gut könnte da natürlich irgendwie ein Anschlag stattfinden, wie auch immer. Ja, das sind nur 2 mögliche Szenarien. Aber sag ich mal, die Wirkung oder der Impact wäre auf jeden Fall geringer und auch die Möglichkeit, dass sowas stattfindet, wenn da einfach gar keiner hingehen würde. Das ist natürlich nicht realistisch, da sind ja schon Tausende da. Aber die Frage ist, warum und wem bringt es was? Ja? Jetzt möchte ich aber nicht nur mit Kritik hier das Video beenden, sondern ich verstehe natürlich auch das Bedürfnis nach sozialen Bindungen, auch dieses Happening, was vielleicht dort entsteht, bei so einer Demo oder so ein Protest, so man ist unter Gleichgesinnten, man hat ein Ziel und fühlt sich stark dann in der Gruppe, weil man ja sonst so sich so alleine und schwach fühlt. Ich habe da Verständnis, aber mein Rat wäre,
das Ganze nicht mehr im Sinne von Protest oder Demonstrationen auszuleben, sondern Happenings und Festivals zu veranstalten, die nicht gegen etwas sind und auch nicht für etwas, sondern die einfach nur sind, damit sie sind. Wie zum Beispiel ein Music Festival. Das macht man ja auch nicht, muss man ja auch nicht immer nur machen, um irgendwas gut zu heißen oder irgendwas schlecht zu heißen. Und wenn wir diese Komponente, dieses für etwas sein oder gegen etwas sein, aus Großveranstaltungen rausnehmen, und das können wir selber nämlich, auf welche Großveranstaltungen wir gehen, dann wird es viel schwieriger, diese Großveranstaltungen zu kleinen Schlachtfeldern umzubauen, in denen natürlich nur unsere Regierung die Regeln vorgibt. Ja, denn immer wenn man für etwas ist, kann es natürlich auch eine andere Menschengruppe geben, die dagegen ist. Und wenn es keine Gruppe aus den Bürgern ist, dann ist es halt der Staat und die Polizei selber, die dann halt sich schützen müssen. Und wieso macht er diesen Fachmann? Das ist, macht in meinen Augen keinen Sinn. Und ich hoffe, ich konnte euch vielleicht mit diesen paar Gedanken dazu ermutigen, das Wochenende mit euren Liebsten und eurer Familien und Freunden zu verbringen. Wenn es schönes Wetter bei euch ist, hier in München ist es der Fall, geht in die Sonne und begebt euch nicht auf so ein Spielchen wie den G20-Gipfel. Das war's von mir, euer Manuel. Bis bald. Ciao.